Abschließend möchte ich mich noch mit der Frage auseinandersetzen, ob die Markov-Eigenschaft auch an zufälligen Zeiten, genauer gesagt an Stoppzeiten, gilt. Und hierzu müssen wir natürlich erstmal uns mit einem Begriff noch auseinandersetzen, nämlich wie beschreiben wir eigentlich alles, was der Prozess bis zur Stoppzeit gesehen hat. Und das wird kodiert über den Begriff der T-Vergangenheit. Also ich nehme mir hier eine Stoppzeit bezüglich eines stochastischen Prozesses X auf meinem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP. Und jetzt gucke ich mir das folgende Mengensystem an, das ich mit FTX bezeichnen möchte. Und das sind alle Ereignisse in meiner Sigma-Algebra F, die die Eigenschaft haben, dass wenn ich dieses Ereignis A mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, schneide, dass das genau ein Element ist in unserer Sigma-Algebra fnx. Also das heißt, dieses Ereignis, was hier steht, a geschnitten dem Ereignis t gleich n, ist messbar bezüglich der Zufallsvariablen x0 bis xn. Das heißt, wenn ich den Prozess bis zum Zeitpunkt n beobachte, kann ich entscheiden, ob dieses Ereignis eintritt oder nicht. Und dieses Mengensystem heißt einfach das Mengensystem der Ereignisse der T-Vergangenheit. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mich erstmal davon überzeugen, dass dieses Mengensystem in der Tat auch eine Sigma-Algebra ist. Dazu müssen wir drei Dinge überprüfen. Erstens, dass der ganze Raum, also Omega, enthalten ist. Dass, wenn eine Menge A drin enthalten ist, dass das impliziert, dass auch ihr Komplement enthalten ist. Und dass, wenn ich eine Folge von Ereignissen in diesem Mengensystem wähle, dass auch die abzählbare Vereinigung enthalten ist. Dass der ganze Raum enthalten ist, folgt unmittelbar aus der Tatsache, dass t eine Stoppzeit bezüglich unseres Prozesses x ist. Naja, warum? Wenn hier an der Stelle Omega steht, dann sehe ich einfach nur die Bedingung, dass t gleich dieses die Ereignis, dass t gleich n ist. Und von dem wissen wir aufgrund der Definition einer Stoppzeit, dass dieses Ereignis natürlich messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra fnx. Der zweite Schritt ist, wir nehmen uns also eine Menge A aus dieser Mengensystem der T-Vergangenheit her. Und dann kann ich natürlich mit Hilfe der De-Morgan'schen Regeln das Ereignis A-Komplement geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, auch folgendermaßen darstellen. Nämlich einmal als das Ereignis A geschnitten mit diesem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt und davon das Komplement geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt. Jetzt wissen wir natürlich nach Voraussetzung, dass dieses Ereignis hier, also A geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, ein Element in der Sigma-Algebra fnx ist. Nach Voraussetzung. Des Weiteren wissen wir, dass auch dieses Ereignis, was hier steht, in der Sigma-Algebra fnx enthalten ist. Dadurch, dass natürlich dieses Mengensystem fnx eine Sigma-Algebra ist, wissen wir auch, das Komplement davon liegt drin und auch der Schnitt liegt drin. Und damit haben wir uns überzeugt, dass dieses Ereignis für jedes n in der Sigma-Algebra fnx liegt, was nichts weiter anderes bedeutet, als dass die Menge A-Komplement in unserem Mengensystem der T-Vergangenheit liegt. Und abschließend nehmen wir uns eine Folge von Ereignissen A1, A2 und so weiter her aus diesem Mengensystem FTX und wollen uns davon überzeugen, dass auch die abzählbare Vereinigung drin liegt. Hier kann ich aber aufgrund der Distributivgesetze einfach diesen Schnitt umschreiben als die Vereinigung über alle i von 1 bis unendlich von der Menge ai geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt. Nach Voraussetzung wissen wir natürlich, dass das, was hier steht, ein Element der Sigma-Algebra fnx ist.
Damit wissen wir aber auch, dass die absehbare Vereinigung in FNX enthalten ist, und damit haben wir uns davon überzeugt, dass in der Tat dass die Menge der Ereignisse der T-Vergangenheit eine Sigma-Algebra bilden. Dieses Konstrukt brauchen wir jetzt zur Formulierung von der sogenannten starken Markov-Eigenschaft. Und hierbei handelt es sich um das Folgende. Das ist die Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft auf Stoppzeiten. Also wir nehmen uns her eine Markov-Kette bezüglich Startverteilung μ und Übergangsmatrix P auf unserem Zustandsraum E. Wir nehmen uns weiterhin her eine Stoppzeit bezüglich dieser Markov-Kette. Und dann betrachte ich wiederum ein Ereignis A aus dieser Produkt-Sigma-Algebra E Tensor N0. Ich nehme mir her ein Ereignis F aus der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit. Und ich nehme mir her einen Punkt X aus unserem Zustandsraum und ich wähle F und X so, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis F geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit in X ist und geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit einen endlichen Wert annimmt, eine positive Wahrscheinlichkeit hat. Und dann kann ich natürlich sinnvollerweise die folgende bedingte Wahrscheinlichkeit hinschreiben, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass unser Prozess ab der Stoppzeit in der Menge A liegt, gegeben dieses Ereignis hier hinten. Das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, und das ist gerade, worauf ich hier bedingt habe, von dem Ereignis, dass der Prozess neu gestartet in dieser Menge A liegt. Hier natürlich muss ich noch einen Begriff klären. Was verstehen wir eigentlich unter diesem Objekt XT? Und das ist folgendermaßen definiert. Auf dem Ereignis, dass die Stoppzeit einen endlichen Wert annimmt, definieren wir einfach XT von Omega als, wir werten unsere Markov-Kette zu dem deterministischen Wert T Omega aus und nehmen natürlich hier auch die Realisierung, die durch Omega gegeben ist. Das heißt mit anderen Worten, wir sagen erstmal nichts darüber aus, was x groß t sein soll im Falle, dass die Stoppzeit niemals eintritt. Wie funktioniert jetzt der Beweis? Und es ist naheliegend, dass wir diesen Beweis zurückführen wollen auf den Beweis der Markov-Eigenschaft, sprich auf den Satz 1.10. Warum? Naja, Sie sehen, in dem Moment, wo ich auf den Wert der Stoppzeit bedinge, ist das ja gerade die Formulierung im Satz von Satz 1.10. Das heißt, wir sehen hier auch eindeutig, dass das eine Verallgemeinerung ist von dem Satz 1.10 auf zufällige Zeiten. Gehen wir also genauso vor. Wir wollen uns sozusagen angucken, in einem ersten Schritt, was passiert, wenn wir auf das Ereignis bedingen, dass unsere Stoppzeit den Wert, einen festen deterministischen Wert n annimmt. Also nehmen wir uns her eine gemeinte Menge A aus dieser Produkt-Sigma-Algebra, ein Ereignis F aus der T-Vergangenheit und ein Element X aus unserem Zustandsraum, das sozusagen diese Bedingung erfüllt, dass die Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts dieser drei Ereignisse eine positive Wahrscheinlichkeit hat. Und jetzt möchte ich erstmal folgende Betrachtung anstellen. Jetzt fixiere ich eine natürliche Zahl n, also ein n in 0, 0 erlaube ich auch. Ich nehme mir hier, und dann ist die Aussage, dann existiert eine Menge b aus unserem Produktraum e hoch n, die ich so wählen kann, dass das Folgende gilt, nämlich dass das Ereignis dieser T-Vergangenheit, geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt und geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zur Stoppzeit in Punkte x ist,
was in dem Fall nichts weiter bedeutet, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in x ist, dass ich dieses Ereignis auch kodieren kann durch das Ereignis, dass der Prozess von x0 bis xn-1 in dieser Menge b liegt und zum Zeitpunkt n in x ist. Warum darf ich das? Naja, wir wissen ja, dass dieses Ereignis hier in der Sigma-Algebra fnx liegt nach Definition, also messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra, die von den Zufallsvariablen x0 bis xn erzeugt wird. Auch das ist auf diesem Ereignis enthalten in der Sigma-Algebra fnx und deswegen kann ich diese Menge b finden. Und jetzt nehme ich mal an den Fall, dass dieses Ereignis, was ich hier drüben stehen habe, beziehungsweise dieses Ereignis, eine positive Wahrscheinlichkeit besitzt. Wenn das der Fall ist, kann ich natürlich den Satz 1.10 anwenden, der mir besagt, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von unserem Prozess, von dem Ereignis, dass der Prozess ab der Stoppzeit in der Menge A liegt, gegeben die T-Vergangenheit oder dieses Ereignis der T-Vergangenheit F, gegeben das Ereignis, dass der Prozess zur Stoppzeit in X ist und gegeben das Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert N annimmt, ja gerade erstmal das gleiche ist wie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt N in dieser Menge A liegt, gegeben, dass der Prozess zu den Zeitpunkten x0 oder zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b liegt und zum Zeitpunkt n in x ist. Und hier können wir den Satz 1.10 anwenden und wir sehen, wir erhalten, wir können den Prozess neu starten und können diese bedingte Wahrscheinlichkeit ausdrücken durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in dieser Menge a liegt. Das heißt, wir wollen jetzt eine Zerlegung dieser bedingten Wahrscheinlichkeit durchführen, wobei wir den Wert oder wobei wir zusätzlich auf dieses Ereignis, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, bedingen wollen. Und dazu nutzen wir einfach nur die Fallunterscheidungsformel. Es gilt nämlich das Folgende, also diese Wahrscheinlichkeit, die mich interessiert, kann ich auch schreiben, als die Summe n gleich 0 bis unendlich von der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab der Stoppzeit in der Menge A liegt, gegeben dieses Ereignis aus der T-Vergangenheit, gegeben, dass der Prozess zur Stoppzeit im Punkt X ist und gegeben, dass die Stoppzeit den Wert n annimmt, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit von diesem Durchschnitt der drei Ereignisse f, x, t gleich x und t gleich n. Warum darf ich das schreiben? Naja, in dem Fall, wo diese Wahrscheinlichkeit nicht verschwindet, ist das einfach nur die Fallunterscheidungsformel. Falls diese Wahrscheinlichkeit 0 ist, dann ist natürlich das Ereignis, bevor ich darauf bedinge, natürlich auch 0. Also hier möchte ich interpretieren, 0 geteilt durch 0 ist 0. Und dann liefert das überhaupt keinen Beitrag zu dieser Summe. Was ich natürlich hier ausgenutzt habe, ist in dieser Darstellung, dass das Ereignis t gleich n für verschiedene n, dass diese Ereignisse disjunkt sind. Und deswegen habe ich einfach die Sigma-Additivität benutzt. Was haben wir jetzt gesehen? Aufgrund der Vorüberlegung haben wir gesehen, dass wir diese bedingte Wahrscheinlichkeit auch mithilfe der Markov-Eigenschaft ausdrücken können, als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in der Menge a liegt. Und das Besondere hieran ist, dass diese Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr von n abhängt. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit kann ich auch aus der Summe rausziehen. Und jetzt kann ich natürlich wieder die Sigma-Additivität benutzen, diese Summe in diese Wahrscheinlichkeit reinziehen. Ich erhalte hier an der Stelle das Ereignis, dass t enthalten ist, oder t einen Wert annimmt in die natürlichen Zahlen inklusive der 0. Und das bedeutet ja nichts weiter anderes, als dass t einen endlichen Wert annimmt. Und damit sehe ich, dass diese Summe von diesen Wahrscheinlichkeiten gerade diese Wahrscheinlichkeit ergibt, sich rauskürzt und damit habe ich das Gewünschte gezeigt. Abschließend möchte ich Ihnen noch ein Korollar aus der starken Markov-Eigenschaft zeigen. Dabei handelt es sich um eine Beschreibung von Exkursionen.
Also ich gebe mir vor, eine Markov-Kette mit Startverteilung μ und Übergangsmatrix P auf unserem höchstens absehbar unendlichen Zustandsraum E. Und ich möchte mir das folgende Objekt angucken. Ich möchte mich fragen für ein gegebenes x aus E, wie oft kommt denn besucht denn mein Prozess x diesen Zustand klein x? Und dann ist die Behauptung das folgende: Ich kann das Ereignis, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k annimmt, wenn ich in x starte, beschreiben, einfach durch den folgenden Ausdruck, nämlich durch den Ausdruck 1 minus die Wahrscheinlichkeit, niemals in den Zustand x zu treffen, zur Potenz k. Also mit anderen Worten, diese Zufallsvariable Vx ist geometrisch verteilt. Und natürlich können wir im Falle, dass diese Wahrscheinlichkeit, die hier steht, strikt positiv ist, auch sofort den Erwartungswert berechnen. Der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable Vx ist gerade beschrieben durch die Aussage, den Kehrwert von 1 oder den Bruch 1 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass ich niemals in den Zustand x treffe. Und jetzt sieht man natürlich, wie ich im Beweis vorgehen möchte. Ich starte hier in x und ich erhalte natürlich immer einen Beitrag zu dieser Summe, wenn ich nach x zurückkehre. Also wenn ich eine Exkursion gemacht habe von dem Zustand x und irgendwann zu einem zufälligen Zeitpunkt wieder in x zurückkehre. Das heißt, ich möchte eigentlich diese Summe zerlegen nach diesen Exkursionen und ich muss einfach nur die Anzahl der Exkursionen zählen. Und genau dazu brauche ich jetzt den Begriff der Kartentreffzeit, die wir uns ja schon mal angeguckt haben. Zur Erinnerung, also für ein festes x aus unserem Zustandsraum E, setze ich einfach S0 von x gleich 0, um sinnvoll meine Folge definieren zu können. Und dann definiere ich die Kartentreffzeit des Zustandes x einfach dadurch, dass das der erste Zeitpunkt ist nach der k-1. Treffzeit, in dem der Zustand x wieder im Punkte klein x ist. Und jetzt ist hier folgende Beobachtung. Für jedes k aus den natürlichen Zahlen gilt, dass das Ereignis, das Vx einen Wert größer als k annimmt, geschnitten mit dem Ereignis, dass ich in Punkte x starte, das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kartentreffzeit in endlicher Zeit eingetreten ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass ich natürlich in x gestartet bin. Und diese Darstellung möchte ich jetzt ausnutzen und mir im ersten Schritt die folgende bedingte Wahrscheinlichkeit genauer ansehen. Also ich schaue mir an, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass meine Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k plus 1 annimmt, gegeben die Information, dass ich weiß, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k angenommen hat. Und mit dieser Darstellung, die wir oben haben, kann ich natürlich diese beiden Ereignisse auch dadurch ausdrücken, dass die k plus erste Stoppzeit endlich ist, gegeben, dass die Kartestoppzeit, dass ich weiß, dass die Kartestoppzeit endlich war. Was ich natürlich jetzt machen möchte, ist, ich möchte hier mithilfe von der Fallunterscheidungsformel natürlich nochmal drauf bedingen, wo der Prozess zum Zeitpunkt diesem zufälligen der Stoppzeit SKX ist. Und das wissen wir natürlich mit Wahrscheinlichkeit 1, sind wir im Punkte X. Das heißt, kann diese bedingte Wahrscheinlichkeit, die hier steht, auch ausdrücken als die bedingte Wahrscheinlichkeit, wo ich zusätzlich noch auf das Ereignis bedinge, dass der Prozess zum Zeitpunkt SKX sich im Punkte X befindet. Was ich jetzt machen möchte, ist, um sinnvoll die starke Markov-Eigenschaft anwenden zu können, ich möchte diese Kartestoppzeit ein wenig anders ausdrücken. Die kann ich natürlich auch wie folgt schreiben. Das ist der Wert der Kartenstoppzeit plus
die erste Eintrittszeit, also die erste Treffzeit von dem Prozess X, den ich jetzt um diese zufällige Zeit verschoben habe. Also dieser Prozess X, S, K, X plus N ist ja sozusagen meine Markov-Kette, die ich jetzt aber um den zufälligen Zeitpunkt in die Zukunft verschoben habe. Und von dem neuen Prozess frage ich natürlich, was ist der erste Zeitpunkt, wieder in X zu sein? Gegeben die Information, dass ich zum Zeitpunkt 0 in X war, gegeben, dass ich zum Zeitpunkt der Kartentreffzeit in X bin, was keine zusätzliche Information ist, und gegeben dem Ereignis, dass meine Kartentreffzeit auch eingetreten ist. Und jetzt sieht man natürlich deutlich, wie ich die starke Markov-Eigenschaft benutzen kann. Die sagt ja gerade aus, dass hier sozusagen, ich habe hier ein Ereignis, das ab der Stoppzeit beginnt. Und das kann ich jetzt ausdrücken durch meinen um t zurückverschobenen, also um die Stoppzeit zurückverschobenes Ereignis oder Prozess. Und Sie sehen, genau das möchte ich hier machen. Ich möchte sozusagen durch Anwendung der starken Markov-Eigenschaft wird aus dieser Zufallsvariable nichts weiter als die erste Eintrittszeit meines Prozesses oder die erste Treffzeit nach der Zeit 0 meines Prozesses des Zustandes X. Und davon fordere ich, dass der endlich ist. Und was wir hier natürlich noch gemacht haben, diese zufällige Zeit, von der wir ja wissen, unter der Bedingung, dass sie endlich ist, die habe ich auf die andere Seite gebracht. Und dadurch, dass unendlich minus eine endliche Zeit auch wieder unendlich ist, habe ich hier das Ereignis stehen, dass diese neue zufällige Zeit, also für diesen Prozess, der jetzt in x startet und ab x0, also ab x dann neu zählt, zum ersten Mal in x eintritt in endlicher Zeit. Das habe ich jetzt gewonnen mit Hilfe von der starken Markov-Eigenschaft. Und das kann ich jetzt natürlich für mich ausnutzen. Ich kann nämlich jetzt diese Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k annimmt, durch sukzessives Bedingen auch ausdrücken als dieses Produkt L gleich 1 bis k minus 1 von der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass meine Zufallsvariable Vx einen Wert größer als L plus 1 annimmt, gegeben, dass ich weiß, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als L angenommen hat. Und was hier steht, sozusagen, wenn ich diese ganzen Brüche hinschreibe, ist der letzte Ereignis noch, oder die letzte Wahrscheinlichkeit oder der letzte Faktor, der übrig bleibt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als 1 annimmt. Wir sehen, auf all diese Ereignisse, auf die ich bedingt habe, die sind natürlich ungleich, die können wir als ungleich 0 annehmen. Andernfalls, wenn wir natürlich wissen, dass die Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k angenommen hat, eine positive Wahrscheinlichkeit besitzt. Wenn die Seite hier 0 wäre, wären sozusagen auch alle anderen Terme hier 0. Und dann wäre sie nicht zu zeigen. Also das ist sozusagen der interessante Fall, dass wir a priori annehmen, dass diese Wahrscheinlichkeit positiv ist. Und dann dürfen wir alle diese Operationen ausführen. Und jetzt sehen wir natürlich, was wir hier gezeigt haben, nützt uns natürlich, um diese bedingte Wahrscheinlichkeit durch diese Wahrscheinlichkeit auszudrücken. Diese Wahrscheinlichkeit bei Starten x von dem Ereignis Vx größer als 1 können wir natürlich mit Hilfe von dieser Übersetzungsvorschrift auch ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die erste Treffzeit einen endlichen Wert annimmt. Und damit erhalte ich einfach diesen Ausdruck, dass diese Tailwahrscheinlichkeit gerade gegeben ist dadurch, dass ich hier die Kartepotenz habe von der Wahrscheinlichkeit in endlicher Zeit den Zustand X wieder zu treffen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt zum Gegenereignis übergeht, nichts weiter als das, was wir zeigen wollten. Und jetzt sieht man natürlich als Konsequenz daraus, im Falle, dass diese Wahrscheinlichkeit einen Wert strikt kleiner als 1 annimmt, was gleichbedeutend damit ist, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass diese Stoppzeit nie eintritt, einen positiven Wert annimmt.
Dann kann ich einfach meine Erwartung berechnen, meinen Erwartungswert von Vx berechnen, dadurch, dass ich weiß ja, Vx ist eine nicht negative Zufallsvariable, also kann ich diesen Erwartungswert auch ausdrücken als die Summe k gleich 0 bis unendlich von der Wahrscheinlichkeit, dass meine Zufallsvariable Vx einen Wert größer als k annimmt. Hier möchte ich jetzt den Summanden k gleich 0 rausnehmen. Wir wissen nach Definition, Vx nimmt mindestens einen Wert 1 an. Das heißt, das Ereignis Vx größer als 0 tritt mit Sicherheit ein. Das ist hier die 1. Dann haben wir jetzt hier noch übrig die Summe ab 1. Und für jedes k haben wir uns ja überzeugt von dieser Formel. Das heißt, wir können diese Wahrscheinlichkeit hier ersetzen durch diese Wahrscheinlichkeit. Und jetzt sehe ich hier habe ich nichts weiter als eine geometrische Reihe. Und unter dieser Voraussetzung kann ich natürlich die Formel für die geometrische Reihe benutzen. Da halte als Ergebnis gerade das Gewünschte, nämlich dass diese Wahrscheinlichkeit gegeben ist durch diesen Bruch 1 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x niemals mehr in den Punkt x niemals mehr in den Punkt x zu treffen. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben sozusagen in dieser Vorlesung gesehen, wie man mit Stoppzeiten umgeht auf der einen Seite und auch wie wir die Markov-Eigenschaft für zufällige Zeiten, also für Stoppzeiten erweitern können und wie man damit umgehen kann, nämlich um den Prozess geeignet in Exkursionen zerlegen zu können. Und diese Technik wird uns im Folgenden noch häufiger begegnen.